Wer von euch hat die Beschreibung des Gottesdienstes bis zum Ende gelesen? Also wir haben ja im Gottesdienstflyer oder im Gemeindebrief so eine längere Beschreibung. Hat die jemand zu Ende gelesen? Also falls ja, da steht irgendwo in dem Text, dass es in der Predigt darum geht, was Jesus oder wie Jesus mit Krankheiten und Behinderungen umgegangen ist. Und darum geht es jetzt in der Predigt. Aber es gibt auch ein paar Vorsätze zu der Predigt quasi. Die erste Frage nämlich wäre, was sind eigentlich Behinderungen und Krankheiten? Ich habe das natürlich wie immer professionell vorbereitet und gegoogelt. Und das ist gar nicht so leicht zu definieren. Also manche sagen, eine Krankheit ist eher etwas Vorübergehendes. Etwas, was theoretisch vielleicht vorbeigehen kann. Und dass eine Behinderung vielleicht eher etwas dauerhaft Einschränkendes ist. Aber ehrlicherweise gibt es auch chronische Erkrankungen, die nicht gehen. Und so manche Behinderung ist auch nicht dauerhaft. Also schwer zu definieren. Und genauso schwierig finde ich die Frage, ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie an Krankheit oder Behinderung denken, erstmal etwas Negatives assoziieren. Aber so einfach ist das dann wiederum auch gar nicht. Also ja, beides kann einschränken. Es kann sein, dass man wegen einer Krankheit oder einer Behinderung etwas nicht mehr so tun kann wie vorher oder wie man es ohne Krankheit und Behinderung tun könnte. Aber ich kenne auch Menschen, die ihre Behinderung überhaupt nicht als Einschränkung wahrnehmen. Ich kenne sogar Menschen, die ihre schwere Erkrankung, die in ihrer schweren Erkrankung etwas Positives erkannt haben und sagen, ich habe erst dadurch wirklich erkannt, was mir im Leben wichtig ist. Aber ja, ich kenne auch Menschen, die sehr unter ihrer Krankheit oder Behinderung leiden. Also eine Bandbreite, sowohl in der Definition als auch in der quasi Einschätzung, was es ist, was es emotional ist. Und wenn man dann über Jesus und Krankheiten und Behinderungen etwas sagen möchte, dann hat man das Problem, dass der ja vor 2000 Jahren gelebt hat und wir in die Bibel schauen und es gar nicht so einfach ist, so ganz sicher zu sagen, wie war das denn damals? Also es ist schwer, etwas ganz Klares darüber zu sagen. Was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, es gab sehr wohl und sehr viele Menschen zur Zeit von Jesus mit Krankheiten und Behinderungen. Wenn wir aber in die Bibel gucken, finden wir diese beiden Worte eher selten. Wir finden Worte zum Beispiel wie Lahme, Blinde, Aussätzige, das waren Menschen mit schweren Hauterkrankungen. Es gibt auch das, wie ich finde, unschöne Wort Verkrüppelte. Es gibt das, naja, die finde ich schwierige Beschreibung von Menschen, die von einem Dämon besessen sind. Ich glaube schon, dass wir heute vielfach eher sagen würden, da liegt irgendeine Form von Erkrankung vor und weniger auf so eine geistliche Ebene das beziehen. Und dann ist es auch etwas schwer zu fassen, weil die Menschen insgesamt nicht so alt geworden sind wie heute, vor 2000 Jahren, aber sehr sicher viele Menschen mit Krankheiten und Behinderungen noch mal früher gestorben sind. Und wir wissen natürlich auch nur die Dinge, die aufgeschrieben sind, die überliefert sind. Und deswegen, wenn man sich fragt, wie lebten diese Menschen damals eigentlich, dann ist das gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man in die Bibel guckt, dann gibt das auch gar nicht so viele Aussagen dazu. Es gibt aber eine Sache, die man ziemlich sicher feststellen kann, auch in der Bibel, dass vor 2000 Jahren Krankheiten und Behinderungen in den allermeisten Fällen zu massiven Ausgrenzungen geführt haben. Und zwar in einer wortwörtlichen Fassung oder Ebene, nämlich, dass die Menschen vor das Dorf geschickt wurden. Man wurde wortwörtlich aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft ausgestoßen. Das hatte durchaus einen klugen Gedanken in sich, weil man nämlich nicht wusste, wo kommt das her? Oder ist das ansteckend? Ist das gefährlich? Also da hat sich quasi die Dorfgemeinschaft geschützt, vermeintlich geschützt und hat Menschen mit Krankheiten und Behinderungen vors Dorf geschickt. Halt mal Abstand, bleib mal da. Es gibt ein Sonderbeispiel, das ist die Blindheit.
Meine Frau Trixi, die macht gerade eine Ausbildung quasi oder ein Studium, um Pastorin zu werden. Und die hat gerade eine Hausarbeit geschrieben über das Thema Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen zur Zeit von Jesus. Und die hat das für mich entdeckt quasi, dass anscheinend blinde Menschen zur Zeit von Jesus eine Art Sonderrolle hatten. Anscheinend war es oft so, dass erblindete Menschen nicht vor das Dorf geschickt wurden, sondern ganz gegenteilig, dass es sogar extra Gesetze und extra Regelungen für sie gab. Manches davon war durchaus einschränkend. Zum Beispiel wurde extra festgehalten, wenn du erblindet bist, darfst du am Sabbat nicht mit dem Stock gehen. Das war jetzt nicht so positiv, aber gleichzeitig gab es oft so etwas wie Blindenführer innerhalb der Familie, innerhalb des Dorfes. Und so dass man sagen kann, es gab also zur Zeit von Jesus größtenteils Ausgrenzung als Reaktion auf Krankheit und Behinderung, aber es gab auch andere, wo anscheinend nicht mit Ausgrenzung reagiert wurde. Also man kann auch das nicht über einen Kamm scheren. Wenn ich also jetzt sage, wie ist Jesus mit Krankheiten und Behinderungen umgegangen, dann ist das der ganze Vorbau dazu, der sozusagen eigentlich nur sagen soll, man kann es nicht pauschalisieren, man kann es nicht alles über einen Kamm scheren. 4 Punkte. Wie ist Jesus mit Krankheiten und Behinderungen umgegangen? Der erste und mir wirklich richtig wichtige Punkt: Es ist keine Strafe Gottes. Ich kenne das selbst aus einem, sage ich mal, näheren Umfeld, dass Menschen ein Kind bekommen haben mit wirklich schwersten Behinderungen und es als Strafe Gottes ansehen und sagen: Warum wir? Warum hast du Gott uns das angetan? Ich weiß nicht, ob das für euch ein Thema ist, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch sich selbst fragen: Was habe ich getan, damit Gott mich mit dieser Krankheit bestraft? Jesus sagt in Johannes 9, die Verse 1 bis 3. Also, Jesus sagt das nicht, erstmal wird es über Jesus gesagt. Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, dass der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde? Dieser Mann oder seine Eltern? Und Jesus antwortet: Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. Also im Prinzip wird Jesus konkret gefragt: Hey, hier ist ein Mensch, der ist erblindet, also oder ist blind geboren. Wer hat denn jetzt Schuld? Er selbst oder sind es seine Eltern? Und er sagt: Weder noch. Keiner trägt die Schuld daran. Es ist keine Strafe, es ist keine Reaktion auf das, was jemand tut oder nicht tut. Also, Jesus sieht Krankheit und Behinderung nicht als Strafe Gottes an. Zweiter Punkt: Mitgefühl. Ich zitiere wieder aus der Bibel, aus Markus 1, 2 Verse 40 und 41. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Mitleid klingt schlecht. Mitleid klingt nach Hierarchie. Jemand oben hat Mitleid mit jemandem unten. Ich glaube aber, dass das hier nicht gemeint ist. Meine Frau Trixi und ich haben vor 6 Wochen unser erstes Kind bekommen und diese Geburt, also ich will, da muss ich echt sagen, das gehört zu den unschönsten Dingen, die ich in meinem Leben mitgemacht habe. Wirklich, das war nicht schön. Wir haben 30 Stunden Wehen gehabt und da zu sehen, wie Trixi 30 Stunden da liegt und größtenteils auch weint und leidet, ich habe wirklich mitgeweint und Trixi hat irgendwann gesagt: Jonas, du musst mich anlächeln, du musst hier positive Energie reinbringen. Ich meinte, ich kann nicht. Ich sehe dich und ich kann nicht jetzt lächeln. Ich leide mit. Und ich glaube, dass es hier ähnlich gemeint ist, dass es nicht meint, oh du Armer, oh du Arme, dir geht's aber schlecht, sondern ein aus tiefstem Herzen mitleiden, Mitgefühl haben, von ganz tief drinnen. Also Jesus leidet mit, wenn, und das wäre ein bisschen meine Nebenbemerkung, wenn denn diese Krankheit oder die Behinderung etwas ist, worunter der Mensch leidet. Ja, also einer meiner ersten Punkte, das muss ja nicht zwingend der Fall sein. Ich gehe davon aus, dass Jesus eine Art Gabe hatte und spüren konnte, ob die Menschen
unter ihrer Krankheit oder Behinderung leiden. Aber wenn, so wie hier in der Geschichte, jemand zu ihm kommt und sagt, mach mich gesund, dann glaube ich, kann man davon ausgehen, dass eben der Mensch darunter gelitten hat. Der dritte Punkt, Heilungsbereitschaft. Jesus ist bereit zu heilen. Er sagt nicht, ey, es gibt größere Probleme, ich muss erst nochmal in die Ukraine fahren und den Krieg da beenden, dann kommen wir zu dir zurück. Er sagt auch nicht, wichtig ist, dass es deiner Seele gut geht. Er sagt auch nicht, kannst du die 10 Gebote auswendig? Es gibt keine biblische Geschichte, in der Jesus den Wunsch nach Heilung verweigert. Wenn Menschen Jesus bitten, mach mich gesund, dann tut er es. Und es gibt 3 Arten. Jesus berührt die Menschen. Er sagt etwas zu der Person, ohne sie zu berühren. Oder die Person berührt Jesus, ohne dass er das so richtig, also vielleicht so von hinten, einmal gegen Rücken gestupst. Und manchmal gibt es das auch in Kombination. Beispielhaft eine kurze Passage aus Matthäus 4, die Verse 23 und 24. Da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Er heilte jede Krankheit und jedes Leiden im Volk. Sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle, die irgendwelche Krankheiten oder Schmerzen hatten. Darunter waren Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Jesus heilte sie alle. Jesus heilte sie alle. Das ist erstmal krass, finde ich, wenn man das so liest. Jedes Leiden, jede Krankheit, wer irgendwie Schmerzen hatte, Jesus heilte sie alle. Und das steht hier in diesen Versen im Zusammenhang mit der guten Nachricht vom Himmelreich. Ganz viel von dem, was Jesus gesagt und getan hat, das hat er, glaube ich, gesagt und getan, weil er uns zeigen wollte, wie sieht das Himmelreich aus? Wie sieht das Reich Gottes aus? Und ich verstehe es so, dass Jesus sagt, im Reich Gottes wird keiner unter seiner Krankheit oder Behinderung leiden müssen, wenn es als Leid empfunden wird. Also Jesus sagt, Leute, alle werden im Reich Gottes nicht mehr leiden, also niemand muss mehr leiden unter Schmerzen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass, glaube ich, wir heute nur irgendwie kräftig genug beten müssen und dann werden alle gesund. Das steht da nicht, sondern erstmal steht da, dass Jesus sagt, ich verkündige euch die Botschaft vom Himmelreich und in diesem Himmelreich werden alle gesund sein. Und dennoch ein letzter Punkt, wie Jesus mit Krankheiten und Behinderungen umgegangen ist und der hat, glaube ich, am meisten mit uns heute zu tun. Jesus hatte nämlich keine Berührungsängste. Jesus hat die Leute angefasst. Er berührt sie, beispielsweise einen Aussätzigen, der wirklich auch ansteckend war. Und er macht das nicht, weil Jesus das muss, weil sonst die Heilung nicht funktioniert. Ne? Also irgendwie so nach dem Motto, Entschuldigung, ich muss dich ganz kurz berühren, damit das hier auch klappt. Jesus berührt ihn, weil es Ausdruck seiner Liebe zu dem Menschen ist. Jesus berührt den Menschen als Ausdruck seines Mitgefühls. Und ich finde schon, dass das eine ernst gemeinte und eine gute Frage an uns heute ist, wo haben wir Berührungsängste mit Menschen, mit Krankheiten oder Behinderungen? Wo trauen wir uns persönlich oder als Gesellschaft nicht, eine gewisse Nähe aufzubauen oder zuzulassen? Damals, vor 2000 Jahren, da war das ein guter Punkt mit dem, wir wissen nicht, ob das ansteckend ist oder ob ich das auch bekomme, wenn ich dich berühre. Das ist heute ehrlicherweise nur ganz selten ein guter Grund. Und trotzdem weiß ich, dass sehr viele Menschen mit Krankheiten und Behinderungen auf große Berührungsängste stoßen. Mal wortwörtlich und mal im übertragenen Sinn. Und das verletzt, das grenzt aus. Deswegen glaube ich, das ist etwas, wo wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von Jesus abschneiden können und ihn ein wenig als Vorbild vielleicht sehen können. Wenn man merkt, oh, hier habe ich eine Art Berührungsangst. Hier habe ich eine innere Barriere. Vielleicht ist das der Punkt, sich von Jesus ein wenig Mut zusprechen zu lassen, über diese Barriere zu springen. Ich habe mal einen Vortrag gehört, da hat eine Frau im Rollstuhl gesagt, ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Und sie meinte,
damit all die Barrieren, die ihr im Leben, in der Gesellschaft von anderen Menschen oft entgegengebracht werden. Aber nicht nur Barrieren wie fehlende Fahrstühle, sondern eben auch Barrieren in Köpfen und Herzen. Und es gibt eine Sache, die Jesus gemacht hat, die überliest man ganz oft in den Heilungsgeschichten. Die steht auch nicht in jeder Heilungsgeschichte, aber oft genug. Jesus sagt in ausreichend vielen Heilungsgeschichten zu den Leuten hinterher, geh zurück in dein Dorf. Und man kann das überlesen, aber dieses geh zurück in dein Dorf war, dass die Ausgrenzung ist beendet. Die Leute haben dich vor das Dorf geschickt, ich schicke dich zurück hinein. Also viele der Heilungsgeschichten rund um Krankheiten und Behinderungen von Jesus haben etwas mit Überwindung von Ausgrenzung zu tun. Er führt die Menschen zurück ins Leben, zurück in die Gesellschaft. Also, Jesus war einer, der keine Berührungsängste hatte, der dadurch schon Barrieren überwunden hat. Aber ich glaube, dass in vielen seiner Heilungsgeschichten gar nicht so sehr die Krankheit oder Behinderung im Mittelpunkt stand, sondern die Ausgrenzung, die Barriere, die die Menschen vor das Dorf getrieben hat. Und Jesus war einer, der diese Barrieren quasi eingerissen hat oder gesagt hat, da gehen wir jetzt wieder drüber hinweg. Ich führe dich zurück ins Leben. Also, wie geht Jesus mit Krankheiten und Behinderungen um? Keine Strafe, keine Reaktion auf etwas, was man getan oder nicht getan hat. Tiefes, vom Herzen kommendes Mitgefühl. Heilungsbereitschaft. Und keine Berührungsängste. Und ich glaube, dass in beiden Fällen das nächste Lied passend sein kann. Vielleicht, wenn du selbst erlebst, ich werde ausgegrenzt, da sind Barrieren, da werde ich behindert. Ich glaube, dass, wenn man dann erlebt, da reißt jemand für mich diese Barriere ein oder hilft mir, über diese Barriere zu kommen, dass man dann feststellen kann, Gott oder Jesus ist eine große Freude in meinem Leben. Und genauso, wenn man auf der Seite steht, wo man vielleicht sich von Jesus ein bisschen anstupsen lässt, die Berührungsängste überwindet, dass man auch dann feststellen kann, welche Freude das bereitet. Und deshalb singen wir das nächste Lied, hoffentlich aus allertiefstem Herzen, meine Hoffnung und meine Freude.